Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, wieder zwei Mediabooks im VHS-Look, und zwar Bloodfight und Red Eagle. Und los geht's nach dem Intro. Viel Spaß! Ja, hier wieder zwei Mediabooks im VHS-Look, die ihr exklusiv bei Pratt's Media Krieg bekommt, sage ich mal. Von DigiDreams sind die Dinger hergestellt und wie gesagt, Exklusivvertrieb hat Pratt's Media. Pratt's Media hat mir die auch zur Verfügung gestellt hier für dieses Unboxing. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Ja, wir haben hier Red Eagle und Bloodfight. Ja, wie gesagt, über diese Edition wollen wir gar nicht mehr so viel reden. Das habe ich letztes Mal schon gemacht. Ich will euch die jetzt einfach mal zeigen, damit ihr seht, wie die aussehen. Fangen wir an hier mit Red Eagle. Die Filme sind eigentlich, sind limitiert auf 250 Stück. Ja, pro Mediabook. Wie gesagt, ihr habt immer beide Filme zusammen. Also der Film ist hier mit bei, der Film ist da mit bei. Bloß nochmal so zur Information. Wie gesagt, ihr braucht eigentlich bloß ein Mediabook kaufen, habt beide Filme. Und ja, wie gesagt, die Mediabooks sind auch in einer sehr guten Qualität. Ja, da kann man, das habe ich letztes Mal auch schon gesagt. Und ja, zeige ich euch das mal hier. Wie gesagt, die Filme sind digital überarbeitet und alle uncut natürlich. Ja, hier Red Eagle. Ja, ich finde immer diese kleinen Aufkleber hier geil. Wie gesagt, dieser VHS-Look. Wie gesagt, für mich ist das keine VHS-Edition, sondern eine VHS-Look-Edition, weil es einfach nur so aussieht. Ja, hier schönes Motiv hier, Red Eagle, auch mit diesen unterschiedlichen Farben, finde ich das immer ziemlich cool. Rückseite hier, die ganzen Informationen zu dem Film. Hier noch meine Limitierungsnummer, die 56. Ja, Film ist ab 18. Und ja, wir haben hier die DVD, die Blu-ray dabei. Und öffnen wir das Ganze. Und ja, da haben wir hier die beiden Discs, wie gesagt, die DVD, die Blu-ray, dahinter ist bloß dieses DigiDreams, Logo. Ja, dann haben wir hier, wie gesagt, den Look der VHS, Red Eagle, wir blättern das mal durch, die Mediabooks, wie gesagt, der Innenteil ist ja in beiden Mediabooks immer gleich. Ja, haben wir hier Informationen zu dem Film, ja, von Dummy noch in sehr jungen Jahren hier. Auch schon seit Jahren nicht mehr gesehen, diesen Film. Ja, auch hier schöne, scharfe Bilder hier. Ja, jetzt kommst du den Film Bloodfight hier, der ja hier auch mit drin ist. Oh, was haben wir denn da? Da sind hier wohl ein paar kleine Klebereste hier. Das seht ihr hier unten noch. Da muss irgendwie ein bisschen Kleber reingekommen sein. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Ja, und dann hier noch ein paar Bilder zum Bloodfight. Und dann haben wir hier den Film als DVD und Blu-ray. Ja, kommen wir jetzt zu dem Film Bloodfight hier, wo halt nur außen anders ist. Wie gesagt, Links zu den beiden Filmen, wo ihr die bekommt, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und ja, schönes Frontmotiv hier. Sehr, sehr geil, auch von den Farben sehr kräftig. Gefällt mir wieder von der Art her sehr, sehr cool. Auch, dass das dann hier in Rot ist. Auch dieses VHS-Zeichen da unten wieder sehr, sehr cool. Rückseite dann wieder die ganzen Informationen technischen zu dem Film. Hier meine Limitierungsnummer 153, wie gesagt, auf 250 Stück limitiert. Sehr cool hier. Spine, Bloodfight und wie gesagt, innen drin ist das Ganze dann wieder identisch. Ja. Hier bestimmt dann ohne Klebereste. Ich blätter mal kurz durch. Und das wird dann da wohl ein kleiner Produktionsfehler gewesen sein. Ja. Schreibt mir doch mal in den Kommentaren, was ihr von dieser Edition haltet. Aber eigentlich habt ihr das letztes Mal schon gemacht, dass ihr kein großer Freund davon seid. Ja, schreibt mir am besten zu den Filmen. Wie findet ihr die Filme? Habt ihr mal wieder Bock, die zu sehen? Und ja, wie gesagt, in diesem Sinne soll es auch gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.